Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Moonlighter. Jo, schön. Uns geht's richtig gut, wir haben schon richtig viel Zaster gemacht und ja, wir könnten den auch mal bei passender Gelegenheit ausgeben, ne? Aber dafür bräuchten wir noch ein paar Materialien, weil ich glaube, wir werden uns dafür entscheiden, dass wir uns ein bisschen besser ausrüsten. Und wie gesagt, dafür brauche ich Materialien. Am besten wäre ein neuer Dungeon. Aber ich glaube, das kann ich mir abschminken. Was ich gerne mal probieren möchte, wäre so eine Rüstung herzustellen und sie zu verkaufen. Das würde mich reizen. Ich habe keine Ahnung, ob wir dadurch, ob wir gutes Geld damit verdienen oder ob wir Verlust machen. Das müsste ich mir aufschreiben, ne? 4-mal Stoff, 2-mal dieses blaue Leuchtendingens und 3-mal das da. Müsste ich wirklich nachrechnen? Komme ich jetzt noch eigentlich in das Buch rein? So, ja. Müsste ich echt nachrechnen? Also, wir hätten Stoff, ne? Preistechnisch jetzt, ne? Also, hier haben wir Stoff. 275. Also ihr müsst wirklich mindestens 200 pro Stoffstück verlangen. Ob ich da echt den Preis hinkriege? Ich schreibe mir da mal vielleicht eine kleine Notiz auf. Warte, ich muss mir schnell einen Zettel. Ui. Ja. Da. Also, 4-mal, ne? 4-mal. Ich nehme mal das Mindeste, ne? Von 200. Dann brauchen wir das da. Mindestens, das waren, das ist auch 2-mal, 4-mal, 3-mal, ich weiß es gar nicht mehr. 120 auf jeden Fall. Und dann bräuchten wir noch hier diese Wasserdingens. 80, mindestens. Da braucht man 2-mal, das weiß ich noch. 80. Warte kurz. So, da. Nochmal nachschauen. Servus. Von dem brauchten wir tatsächlich 3-mal. Ja, genau. Also, das heißt, hier hätten wir 800. Hier haben wir 360 und 160. Sind alles zusammen. 2, 5, 13. 1320 Minimum müsste ich verlangen. Ich probiere es einfach mal. Na, so wollte ich das nicht. Ich stelle mir das jetzt mal her. Ich will es mal testen, ne? Aha, das schau mal an. Ach so, wir sollten das sowieso herstellen. Ich verstehe schon. Damit wir die nächste Stufe da freischalten können. Aha. Aha, okay. Ich wollte nur schauen, ob wir noch irgendeine Rüstung hätten zum Produzieren. Nicht so wirklich, ne? Nix da. Gut. Mit diesem Drum renne ich schnell nach Hause. Ja. Ich probiere es mal zu verkaufen. Also Minimum 1320 dürfen wir auf keinen Fall unterschreiten. Ich werde da aber gleich mal deppert sein und einmal sicher 3000. Nehmen wir 4000. Ich werde mal 4000 verlangen und dann schauen, ob die Leute durchdrehen werden. Aber bevor wir das machen, gehen wir natürlich wieder mal in den Dungeon und holen uns gleich mal auf Vorrat an alles, was wir kriegen können. So. La 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 la. Hoppala. Servus. Hui. So. Jo. Bin gespannt, was wir dann kriegen für diesen, was war das? Kopf, glaube ich, ne? Helm. La 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 la. La 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 la. La da 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 da. Jo. Verluste wollen wir keine machen. Ist ja klar. Hm.
Da, 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 da. Wir müssen ja nämlich auf die Helden auch schauen, ne? Dass die zack, 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 dass die auch nicht zu kurz kommen, ne? Komm her, zack, zack. Zack, alles noch mehr. Hoppala. Nein, fall nicht weg. Aha, Kick aufs Maul. So, schon eine Zeit her, Zeit lang her, dass ich gezockt habe. Man merkt's. Ui. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Zack, zack. Das ist für später. Na, ihr fiesen Monstis. Au. Sollte mich da vielleicht. Ja, so geht's auch. Der ist jetzt mal weg. Der ist nämlich lästig. Ui. Der hat super Sachen getroppt. Ja. Ja, das nehmen wir auch gern mit. Na, komm. Ja, geht ja. So, nächster Raum. Aha. Wow. Das war jetzt. Oh, das war jetzt doof von mir. Einen konnte ich bis. Also Krüge, ne? Geißel der Menschheit. So, zack. Na. Jetzt aber. Geht ja. So, voll aufs Maul kriegt. So muss das ausschauen. So, wir gehen in die zweite Abteilung. Jo. Hurtigen Schrittes. Servus. Bitte fall nicht runter! Ich bin runtergefallen. Au. Au. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ach, zu spät. Ah, du nervst, Viech, echt. So, mal schauen, ob wir einen Truhenbug haben. Nope, schaut gut aus. Flucheffekt eines angrenzenden Gegenstandes blockiert. Das werden wir gleich mal dahin. So. Ui, Schwertchen haben wir bekommen. Das ist super. Also kaputte halt. Aber das passt. Ich würde sagen gleich. Nix. Warte, die Truhen. Also die Truhen noch? Genau, sicher. Truhen. Das ist eine Truhe. Mhm. Das ist ganz modern. Das nennt man Krug. In einer anderen Sprache. Na du? Haha, Stufe 3. Völlig chancenlos gegen uns. Zack, zack, zack. Gibt's hier was Besonderes? Nein. Muss mir schauen. Da, da. Zack, zack. Zack, zack. Look, look, look. So. Mal schauen, ob hier was gibt. Ah, nix. Okay, dann hauen wir wieder ab. Da, ram, da, da. Da, ram, da, 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 ram. Lü, 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 lü. Ui, das nehmen wir gern. Danke. So, und weiter geht's. Aha, da sind wir wieder in so einem Raum. Wow. Oh, hat's weh getan. Zack. Zack, zack. Ja, sehr gut. Auch hier werde ich schauen, ob es unten was gibt. Nein, lass den Raum ab. Dann gehen wir nochmal baden. Ai, ja, sehr schön. Und da. Eins, zwei. Zack, zack. So, sehr gut. Und nächster Raum. Ui. Ui. Oi. Oi. So, der ist mal erledigt. So muss das ausschauen. Jawohl. Ui, und wir können gleich in die dritte Abteilung. Wie schauen wir aus? Ja, das geht. Wir haben auch genug Geld. Wir können uns einmal schnell rausporten und wieder rein. Das passt perfekt. Das passt perfekt. Wir müssen nicht schauen, dass wir weiterkommen. Das ist alles gut. Und hier werden wir auch versuchen, alle Räume zu erkunden. Vielleicht kriegen wir wieder so ein seltenes Golem-Fiebel-Buch-Dingens. Jo. Da sind wir wieder. Grüß euch. Zack, zack. Zack, ich krieg dich auf. Ha. Wenn er mal Schaden kriegt, wow. Was soll ich das hinschreiben? Du Gauner. Zack, zack, zack. Und zack, zack. So, zack, zack. So muss das ausschauen. Wow, eine goldene Platz. Ja, haben wir noch. Bitte sei nicht buggy. Ja!
Super cool. Flucheffekt eines angrenzenden Gegenstandes blockiert. Das wird sich verdoppeln. Okay. Verdoppeln. So, du mal da hinstellen. Was kann sich denn verdoppeln? Was hätten wir denn? Naja, ist das viel wert? Na. Ah, bist du viel wert? Ja. Dann können wir das so stehen lassen. Das werde ich kurz tauschen. Mit dem da. Und das tausche ich hier. So, dann können wir gleich das hier. Tak, tak, tak. Hier hin. Geht das? Super. Ja, schön. Weil vielleicht können wir ja was stapeln, ne? Müssen wir mal schauen. Dann haben wir hier Büchelein. Golemfibel, ich wollte welche haben. Voll cool. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Richtung. Das geht aber nicht, Freund. Das geht aber gar nicht. So, wenn wir schnell tauschen. So, zack. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Reihe. Das geht auch nicht. Zack. So, keine Sorge, wir werden nichts vergessen. Ich werde nur schnell ein bisschen was zu Geld machen, was wir entbehren können. Viel Geld kommt natürlich nicht dabei raus, verstehen wir eh. Ui, seine Gegenstand zurück in den Laden. Hehe, da weiß ich schon, was ich schicke. Mit den Büchern werden wir abfahren. So muss das ausschauen. Coole Schuhe. Das ist gut. So, weg damit. Und weg damit. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Ja, passt. Zack. Sollten wir hier gleich ein Portal stellen und schon mal die Sachen zurückbringen, weil wir sind ja voll wie ein Christbaum. Und die haben gar nicht so wenig Zeugs eigentlich. Dann hätten wir wieder mehr Platz. Könnte man machen, oder? Geld haben wir eh genug. Machen wir einfach. Ich bitte darum. So, und dann nichts wie heim. Jawohl. Einmal schnell alles in die Truhe schmeißen und dann gehen wir weiter. Cool wäre es jetzt ja gewesen, wenn wir so eine Truhe gefunden hätten. Die gibt es ja im Dungeon auch, ne? Wo du alles reinschmeißen kannst, das kommt automatisch bei dir daheim an. Das wäre schön gewesen. So, also. Zack, zack. Okay, ich hätte noch ein bisschen stapeln können, sehe ich gerade, ich Idiotin. Aber egal. So, wir müssen sowieso die Sachen hier in Sicherheit bringen, alles gut. Ja, haben wir da oben jetzt viel drin. Die Bücher, ja, die darf ich nicht vergessen. Zack. Und rein damit, zack. Haben wir da noch was drin? Wenn ich schon beim Sortieren bin, nein, nichts mehr, passt. So. Und dann gehen wir wieder, hui, auf in den nächsten Dungeon. Das wieder zurückhalten, ne? Zack, zack. Und rein. Sehr gut. Mir gefällt es auch, dass es speichern tut, wenn man dann schon betreten oder ihn verlassen. Das ist super. Das ist sehr gut, so kann man nichts verlieren. Da bin ich wieder. So, meine Herrschaften, was haben Sie denn da Feines für mich? War ich da schon drin? Achso, was ist sowas nur? Ich glaube nicht, dass es da noch was Gescheites für uns gibt, oder? Heute wurden mir wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Ja, das war scheiße. Mhm. Das wünsche ich keinem. Nein, nein. Gut. Da drüben gibt es ein Bösselchen. Ein Bösselchen. Da ist er. Uah, hau die an, bitte. Da am Stein. Das wäre cool. Ach, das hat nicht ausgereicht. Mist. Ja, runterstürzen muss er nicht unbedingt. Komm. Komm. Ah. Ui. Zack, zack, zack. Sehr gut. Ha, ha. So, was machen wir mit dir, du Clown? Komm. Du. So muss das ausschauen. Na, jetzt soll ich ihn treffen auch noch. Und? Nix. Ich glaube, ich spiele. Der hat nix. Wie arm muss man sein? Echt. Heute kam. Das ist richtig arm. So, dann gehen wir wieder. Da war kein Skelett, oder? Sie übersehen haben. Nein, alles gut. Jetzt gibt es her. Ja.
Danke. Nein, nicht wegschmeißen. Hey, das ist gefangen. Super. Ja, fahr ein bisschen weiter rauf. Dann halt nicht. Au. Ich. So, her mit dem Zeug. Oh, der hat mir wehgetan. Mann. So, gut. Da drüben eine Kiste. Hatten wir die jetzt schon? Na. Oh, warum nicht? Oh Gott. Oh Gott. Der muss weg. Ganz, ganz schnell weg. So. Upsala. So, du bist der Nächste. Gauner. Oder den da unten noch besser. So, den mal. Hui. Jawohl, der hat sich ankaut. So muss das ausschauen. Und jetzt bist du dran. So. So muss das ausschauen. So, eingesammelt haben wir alles. Gut, eine goldene. Die ist nicht buggy. Das freut mich. Richtung sofort in den Laden. Verdoppelt sich, schickt in den Laden, gell? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das schon mal so. Na, das ist alles, um Gottes Willen. Ach, komm. So sollte das jetzt nicht laufen. So. Also, zack, zack, zack. Dann das da. So. Das ist irgendwie nicht ganz... Das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Du scheiß Gegenstand. Naja, egal. Duplizieren. Zum Duplizieren brauchen wir etwas, wo wir viel haben. Würde ich sagen, das da. Tun wir mal da. Na. Ach. Ich komme nicht mehr zu schmeißen. So. Alles bitte. Dahin. So. Das und dahin. Das. Und wo wiege das? Nach unten. So. Okay. Also. Einmal. So. Zack, 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 zack. Zack. Dann. Ein weiteres Mal, du da. Zack, 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 zack. Zack. So, was wollen wir nach Hause schicken? Ich würde sagen, den da, oder? Oder das Freizeichen ist mir lieber. So. Das war echt fail. Unglaublich. So. Und tschüss. Passt. Das zu dem. Sehr gut. Weiter geht's. Ui, da wieder ein Boss. Ein Boss. Na, Boss? Boah. Ich bin eingesperrt. Zack. Ja. Zack, zack. So, der ist mal fertig, der lästige Zopfen da. So, schön. Das lief gut. So, da ist nichts. Das schloss mit Schlüssel. Und die einmal kurz ein Wald-Dungeon besuchen. Zack, 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 zack. Wow, der hat was getroppt. Wo soll man da... Au, wo soll man das hinschreiben? Zack, zack. Oh, ich bin durchgekommen. Das wollte ich gar nicht. Egal. So. Ohaha. Ohaha. Boah, der sollte eigentlich hin sein. Hui! Ja, ich bin auch gleich hin. Ah, das wollte ich nicht. Es leckt wieder ein bisschen. Ziemlich grob sogar. Puh, es ist gut gegangen. Ich glaube, es noch Sachen gibt's. Ja gut, ich trinke mal was. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und einmal werde ich... Ich bin runtergefallen, glaube ich. Gell? Da passiert nichts, gell? Nein. Gut. Dann gehen wir wieder. So. Gut, dann gehen wir da rein. Da waren wir auch noch nicht. Okay. Sehr gut. Das haben wir sauber gelöst. Ui. Böse Truhe, böse Truhe. Schlimme böse Truhe. Böse, schlimme Truhe. Jawohl. Sehr gut. Das lief gut. Du musst auch weg. So. Na, jetzt haben wir. Das war nicht so schön. Gebe ich gerne zu. Das war gar nicht schön. Okay. Na, das wollte ich auch nicht. So eigentlich. Okay, wir sind hier ziemlich voll schon wieder, ne? Da können wir stacken. Muss mal schauen, dass sich das besser hier organisieren kann. Puh.
Sonst, glaube ich, kann man nichts besser machen. Nochmal das Portal nutzen und das Zeug nach Hause bringen. Es ist halt echt... Nee. Verkaufen könnte ich theoretisch auch nicht wirklich was. Also hier sofort, ne? Weil alles ziemlich wertvoll ist. Sollen wir es wagen? Ja, kostet eh nur 2000. Mit ein bisschen Glück haben wir das schon drinnen mit dem einen Helm, den wir uns gebastelt haben. Ich muss das Zeug in Sicherheit bringen. Ja, mach mal. Schließlich möchte ich auch gerne mal die vierte Ebene anschauen. Nur mal zum Test, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, durchzukommen lebend. Ja. Wobei die vierte Ebene ist schon die Boss-Ebene, ne? Fällt mir gerade wieder ein. Ram, bam, bam, ram, dam, dam, dam. Dül, 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 dül. So. Ah, warte. Achso, das will ich nicht mit, das Buch. Stimmt, da können wir 5 draus machen, glaube ich. So. Wir schmeißen rein alles. Ja. Wobei die Tränke ist jetzt, glaube ich, blöd gewesen. Das nehme ich wieder mit, glaube ich. Die Tränke nehme ich, glaube ich, wieder mit. Wenn ich sie wieder anfinde. Wo habe ich die hingeschmissen? Hallo? Ich sehe sie nicht. Es gibt schon drei Ebenen vom OH. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Hoppala, Entschuldigung. Ah, okay. Da hatten wir scheinbar einen Dreier-Stack von die Tränke. Das passt dann gut mit dem Fünfer. So sehen meine Äuglein nix. Der hat noch ein drittes Fach jetzt. Ach so, weil wir gestuft haben, die Truhen, ne? Cool. Ja, das ist cool. Na, dann würde ich sagen, falls wir echt zum Boss kommen, nehme ich die Tränke lieber mit. Vielleicht haben wir eine gute Chance, dass wir überleben könnten. Sag mal vorsichtig, könnten. Ist da auch noch was drin? Ich glaube nicht, nein. So, also das tun wir auch noch da reinschmeißen. So. Boah, da kann man echt, da haben wir viel Grafel dann. So. Und dann gehen wir wieder rein. Weil ich möchte schon gern, ehrlich gesagt, wenn es klappt, hätte ich nichts dagegen, wenn wir den Boss besiegen. Und dass wir dann vielleicht einen weiteren Dungeon für uns freischalten, das wäre richtig cool. Das würde mich sehr freuen. So, da sind wir wieder. Oh ja, was war das jetzt? Aus dem Portal raus, sofort einen Abgrund runtergeschmissen. Ah, schau, ich bin ein Botschat. Botschat, also unglaublich. So, den hätten wir schon mal. Au, 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 au. Du bist lästig, weißt du das? Du bist Viech. So. Au, voll kassiert. Ah, da ist wieder mal nichts, ne? Unglaublich. Aber da ist eh zum Glück was zum Baden. Und das nutze ich jetzt gleich. Ah, nein, geht noch nicht. Ich habe ja noch Reserve. Energie. Oh, boah. Aber mit goldenen Truhen tun die jetzt. Das nutze ich dann immer sparen, ne? Au. So, einmal noch. Boah, ouch, ouch, ouch. So, Nahtruhe. Bitte sei nicht buggy, Gott sei Dank. Sofort in den Laden. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir das alles mal weg. Zerstört den Gegenstand in dieser Richtung. Kommt überhaupt nicht in Frage. Nach Hause zweimal, ne? Das ist sehr gut. Dann machen wir einmal so. Und einmal so. Dann kommst du mit. Dich stellen wir hier hin. Lup und fuhr das an. Und dich tun wir darüber. So, und dann haben wir schon Platz. Jupp. Gut. Du wirst nichts zerstören, weil das lassen wir gar nicht zu. So. So.
Passt. Da haben wir noch einen Krug. Da ist noch ein Krug. Da ist nichts drin. Da haben wir noch eine Truhe. Bist du deppert? Alter Schwede. Aha, da haben wir den. Ui, ouch. Den Gegner, wollte ich sagen. Alter. Ja, ich hab schon gemerkt, du bist lästig. Alter. Nein! Wow. Der muss auch mal weg. Gut. Der ist jetzt auch weg. Gut. Puh. Das war jetzt... Na, da wollte ich gar nicht hin. Das war... So, einmal trinken. Das war sehr unschön jetzt, oder? So, der Gegenstand kommt sofort in den Laden zurück. Mir ist ja nichts blöd. So, und schon ausgehebelt. Gegenstand geht kaputt, wenn so viele Treffer. Na, danke. Super. Zerstört den Gegenstand. Schickt ihn heim. Das ist super. Das ist super. So. Einmal. Der Gegenstand wird heimgeschickt. Dann habe ich da schon mal keine Probleme. Ich habe gleich einen Blödsinn gemacht, ne? Jetzt ist die Frage, wenn ich das so mache, ob der untere Effekt jetzt schneller ist und das einfach heimschickt. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Passt. Dann können wir schon wieder stecken. Ja. Schaut, glaube ich, gut aus. Na, das wollte ich gerade nicht. Entschuldigung. So. Fein. Ist das jetzt schon der Bossraum? Ich glaube ja. Hallo? Ist hier jemand? Golemkönig. Dam, dam. Wow. Ein AOE-Effekt hat er auch scheinbar. Wow! Aha, der Laser. Wow! Au! Aha, okay. Okay. Ich werde sterben, das weiß ich jetzt schon. Wir haben dem, glaube ich, noch gar keinen Schaden zugefügt. Au! Du bist lästig, du Viech. Hey, hallo? Ich will dann doch nur schlagen. Boah, das geht aber nicht sehr gut, oder? Alter. Wow. Jetzt haben wir ihn erwischt. Okay, was zum Teufel? Alter, ich kann drehen auch nicht. Okay. Okay. Ah! Okay, jetzt haben wir kurz Schaden gemacht. Au! Wow, ich habe meine ganzen Tränke schon verschmissen. Das ist jetzt schlecht. Ich werde verrecken. Au! Okay, so viel dazu. Ich kann die als Reserve mitnehmen. Ich darf, glaube ich, nicht mehr in die Tasche greifen. Oh, yay. Ui. Na, das wird eh wieder. Ich war jetzt zu sehr verschwenderisch mit den Tränken. Ja. Aber er wäre machbar. Er wäre machbar. Wenn ich nicht dumm wäre. Machbar ist er, okay. Ja, bitte zur Stadt zurück. Dürfen wir das behalten? Nee, oder? Was? Wie jetzt Dungeon zurück? Echt? Wir dürften die Sachen behalten? Also, die oberen schon, nur die in der Tasche halt nicht. Aha, und dann müssen wir von vorne wieder, ist eh klar. Mhm, okay. Na gut, machbar wäre. Auf alle Fälle. Mit ein bisschen mehr aufpassen. Kriegen wir ihn hin. Ich probiere jetzt nochmal raufzukämpfen. Zu
zu dem Kerl. Stimmt, der Part ist auch zu Ende, ne? Gut. Also ich probiere jetzt nochmal, wie gesagt, dass ich da nochmal rief. Und sammle natürlich brav alles ein, was wir so finden. Werd auch wahrscheinlich noch ein, zwei, dreimal die Portale nutzen müssen. Werd dann aber auch Tränke basteln. Ich weiß, ich darf nur 5 benutzen. Aber wenigstens ein paar vielleicht Reserve haben für vor dem Boss. Vor dem Bossraum. Jetzt wissen wir eh, wie das große Dirl ausschaut. Und dann wird es schon werden. Na gut, ihr Lieben, ich beende den Part mal hier so mitten im Dungeon. Warte, beende noch den Kampf. So. Und ja, bedanke mich schon mal von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Desaster seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!